Und damit herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon. Wir verweilen noch ein bisschen hier im Osten. Lassen die Anlage wieder laufen. Und werden diese Strecke, die wir gerade gesetzt haben, noch ein Stückchen erweitern. Und schließen das einfach noch an Leipzig an. Und anschließend werden wir hier nochmal so eine kleine Bimmelbahn verlegen. Ich denke mal über Hof, Gera, Jena, Erfurt. Vielleicht direkt bis Kassel hoch. Genau. Damit fangen wir einfach direkt mal an. Okay, Signale nicht vergessen. Dann verlängern wir einfach die Strecke hier. Okay, wird schon passen. Hoffe ich doch mal. So, dann Hof. Schon mal was Zweigleisiges, weil von da aus wird es dann ja, so Richtung Nürnberg runtergehen. Okay, bisschen seltsam. Nehmen wir lieber den hier. Das ist schon besser. Okay. Okay, läuft. Dann schließen wir Jena an. Denke ich am klügsten. Erfurt mitten rein, reißen hier noch ein Haus ab. Dürfen wir nicht. Achso, daneben klickt, okay. Alles klar. Passt. Bagger bestellt. Okay, Eisenach nehmen wir auch noch mit. Schauen wir mal, ob das sowas wird. Naja, okay. Bitte, bitte, bitte. Ja, funktioniert auch. Okay. Da geht's direkt nach Kassel. Oh, da müssen wir erstmal ein bisschen planieren. Okay. Nehmen wir doch mal wieder so einen hier. Mhm. Nice, nice. Okay. Den Fluss entlang. Okay, das sollte passen. Gut. Verbinden wir das Ganze noch. Fertig ist die Kiste. Dann den letzten Abschnitt hier noch.
Dies war nix. Erstmal noch ein bisschen nacharbeiten. Okay. Soweit so gut. Hier lang. Perfekt. Mehr will ich doch gar nicht. Gleich schon mal ein bisschen Vorarbeit leisten hier. Bevor wir die zweite Strecke bauen, schicken wir doch hier direkt mal einen Zug ins Rennen. Nehmen wir nochmal so einen Diesellok hier. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und nochmal hier so einen Nahverkehrszug. Okay. Fahrplan setzen. Und nach Kassel. Los geht's. Okay. Ganz klein wenig Kosmetikarbeit hier verrichten. So. Ein bisschen planieren hier. Noch mal ein bisschen eingreifen. Okay, passt schon, passt schon, passt schon. Was machen wir denn hier? Schwierig. Machen wir so. Eine schöne Brücke drüber. Zack, so ungefähr. Okay, passt schon soweit. Gut, dann müssen wir jetzt Kassel hier irgendwie nach Frankfurt runterführen. Das Gleis ist eh noch komplett ungenutzt. Da biegen wir auch ein bisschen weiter. Ja doch, wir biegen schon früher ab. Jetzt die Landschaft hier ein bisschen gefügig machen. Dann gehen direkt hier hoch. Kommen wir da durch? Ja, das sieht doch gut aus. Gießen binden wir erstmal nicht an, weil ich hier einfach einen schnellen Zug haben möchte, der nicht alle paar Meter anhalten muss. Zack, okay. Vielleicht auch nochmal ein Tunnel. Mhm.
sagt, da bauen wir ein bisschen um, damit der Tunnel hier irgendwo wieder rauskommt. Dann führen wir das hier so runter. Okay. Brückchen setzen nicht vergessen. Mhm. Passt soweit. Dann geht's noch von Kassel nach Hannover. Ohne weiteren Zwischenhalt. Das Gleis hier. Okay. Das hilft alles nicht hier. Sorry, liebe Naturschützer. Führt kein Weg dran vorbei. So in etwa sollte das dann schon funktionieren. Nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Reißen. Und dann passt das. Okay. Auf dieser Seite nochmal ein Schuppen. Fabrik zerstört. Ich hoffe, das beeinflusst. Ne, haben wir nichts in der Nähe. Das passt schon. Ja, ja, es geht bergauf, es geht bergauf. Wir können eigentlich direkt auch nochmal ein Stückchen vom Kredit zurückzahlen. So. Dann brauchen wir noch Signale. Einmal hier, einmal hier. Und dann denke ich, können wir hier auch einen Schnellzug auf die Schiene schicken. So, wo ist jetzt diese neue Lokomotive? Die will ich jetzt direkt ausprobieren. 4 Millionen. Über 4 Millionen. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, vielleicht 2 maximal. Aber selbst die kostet schon 2,5. Das steigt auch kontinuierlich, kann das sein? Bin mir doch ziemlich sicher. Die war doch auch schon mal günstiger. Ja, krass. Das bringt uns natürlich ans Limit. Egal, wir leihen uns aber schnell immer was. Gerade erst zurückgezahlt. Gerade eben erst. Na komm. 4,30. 30. Okay. Ja, so schnell ist die Kohle wieder weg, ne? Ich hoffe mal, der Zug lohnt sich dann wenigstens. Ich sehe schon, der Bahnsteig wird ein bisschen zu kurz sein, den wir hier haben. Den verlängern wir direkt noch. Reicht hoffentlich.
Go. Den möchte ich mir jetzt natürlich schon anschauen. Ja, ja, kann sich sehen lassen. Der kann sich sehen lassen. Schauen wir dem einfach mal noch ein bisschen zu hier. Und dann sind wir eh schon fast wieder am Ende der Folge. Okay, wird sich auch einpendeln. Braucht einfach ein bisschen Zeit. Ansonsten die Strecke, das passt alles. Ich sehe nur keinen Zug gerade im Moment. Naja, gut. Passt schon. Gera kriegt noch ein paar Straßen verlegt, wo gerade da sind. Braucht es nicht, sollen sich nicht beschweren. Hier auch nochmal schnell. Okay. Gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Wie es weitergeht, habe ich mir noch nicht überlegt. Vielleicht hier mal so Bamberg, Würzburg. Irgendwie alles ein bisschen anschließen. Hier haben wir ja noch Platz. Nürnberg, da können wir noch Gleise dranlegen. München will ich gern zum Wachsen bringen, die wächst momentan nicht, aber wir schauen mal. Ich denke, ich muss sowieso erstmal noch ein bisschen warten, bis wieder Kohle übrig ist. Werfen gerade mal noch einen Blick auf die Weltkarte. Hat sich doch schon ein bisschen was getan in den paar Jahren. Ja, wir schauen aber mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, wenn ihr Lust auf mehr habt, schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein, würde mich freuen. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern.